Das ist das große G. Wofür steht das eigentlich? Gaga? Nee, Giga. Aber lustig sind die schon. Manchmal streiten sie sich auch. Doch am Ende, da haben sie sich immer ganz doll lieb. Und wie funktioniert Giga? Mit einer Menge Technik und ohne Ende Knöpfen. Das ist der Bildmischer, Beamy Markus. Der wählt die richtigen Kameraeinstellungen für die Sendung. Für den richtigen Ton sorgt heute der Daniel. Außerdem gibt es natürlich noch eine große World Wide Web Redaktion. Hier werden Themen recherchiert, Bilder bearbeitet und die Website giga.de aktualisiert. Aber Giga braucht ja auch Gäste und dafür gibt's das Booking. Die laden total interessante Leute ein. Hallo, heute haben wir in der Sendung für euch, lass mich mal gucken, den Christian, ein Whale Watcher, der kennt sich total gut mit Walen aus. Und für Animania, das heißt Anime, kommt der Thomas Webler zu uns. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. So, Sumi, wer es nicht weiß, das ist die Höchstin. Nun aber schnell, die Sendung fängt ja gleich an. Und wir sitzen hier auch schon gespannt vor dem Fernseher. Wir verabschieden uns gemeinsam und das heißt einfach mal ein nettes Bildchen für den heutigen Abend. Also 1, 2, 3, tschüss! Klick! Sehr schön. Wie ist es geworden? Oh je! So, oh je! Es ist wirklich hübsch. Ja, wir freuen uns. Wir hatten einen wirklich guten Tag und hatten auch viele sehr, sehr brisante Themen. Das eine Thema bei Updates, das große Thema. Rauchen macht doof. Das kann auch sein. Könnte auch bald draufstehen. Jetzt ist es ja genau ein Monat her, seitdem diese kleinen Zettel auf die Zigarettenpackung gepackt werden müssen, auf denen dann steht, dass Rauchen völlig ungesund ist. Und ja, wir haben das mal zelebriert, wie das denn so abläuft. Und es gibt so tolle Webseiten, in denen man das verändern kann. Und ja, die Community hat auch nicht so ganz dafür gestimmt, dass das so toll ist, dass es sowas gibt. Aber kreativ, Wahnsinn. Highlight für dich, so ein Spruch, den du besonders gut fandest? Ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt nochmal zusammenkriege. Der Carsten hat schon danach gefragt. Irgendwas mit, wer in der Schwangerschaft raucht, der fängt früh an oder so irgendwas. Das war aus der Redaktion sogar. Das Entscheidende ist, man kann weiterhin in den Comments-Bereich bis morgen 11 Uhr ungefähr da noch seine Ideen rein posten, weil... Weil wir morgen erst entscheiden, wer gewinnt. Es gibt ja für den besten Spruch ein Giga-Package. Genau. Deshalb, ihr könnt auch sehr kreativ sein mit euren Sprüchen und die posten bei Update. Es lohnt sich, es gibt einen Riesenpreis. Und vielleicht habt ihr auch Theorien, die uns irgendwann mal unsichtbar machen, sodass wir von einer Insel zur nächsten einfach nur wegbeamen können. Von A nach B. Mhm. Die Forscher sagen von Alice zu Bob. Wirklich. Echt? Ja, von A nach B. Ja, Mann. Und also ich bin gespannt, ob die Giga-Friends da vielleicht noch eine Idee haben. Und was ich sehr geil fand, ist, dass der Physiker reingepostet hat und gesagt hat, das geht so nicht und so. Das fand ich sehr geil. Und ja, die Geschichte mit den... Mit der Seele fand ich sehr interessant. Mhm. Also es ist ein Ansatzpunkt, worüber man noch diskutieren kann. Da kann man ja dann richtig, ne? Also vom Stöckchen zum Hölzchen, ob man überhaupt an die Seele... Ja, wenn, man, so. Ich, wenn man zum Beispiel keine Seele hat, kann man sich natürlich für sowas zur Verfügung stellen. Ja. Und ich Hast wurde ja eine? Schon mal gebeamt und habe dabei meine Seele verloren. Oh, meine Güte. Seht ihr Dacht morgen, ich, der Zombie. Ich habe sie nach einiger Zeit wieder gefunden. Da war sie aber manipuliert. Oh. Ah, ja, ja. Ach so, deshalb, ich habe diese Veränderung auch bei dir gemerkt. Jetzt weiß ich jetzt warum. Naja, vielleicht kannst du diese Seelenveränderung morgen auch gebrauchen, denn das wir brauchen morgen Wahnsinnige. Am 31. Oktober, heute Nacht, passiert Furchtbares mit Wir werden morgen Halloween zelebrieren und feiern und es wird hoffentlich sehr, sehr gruselig. Hoffentlich fast so gruselig wie bei dem Michael Jackson Video bei A Thriller. Aber ich glaube, die haben schon so ziemlich viele Effekte und sowas drauf gehabt. Vielleicht sind wir nicht ganz so perfekt ausgestattet als Monster, aber ich glaube, wir werden unser Bestes geben. Wenn Schanze da ist. Wenn wir Halloween feiern, da sieht man, so würde ich auch gerne morgen auftreten können, als total zerfetzter Zombie. Wir sehen das. Also, bei Halloween wird's gruselig. Wir haben auch Gäste, und zwar Seraphine. Die sind auch sehr, sehr gruftig, sag ich mal so. Trauma World ist ihr Album. Deine Lakaien sind auch bei uns live in Concert mit ihrer DVD und Medusa, eine gruselige Moderatorin, die uns noch ein bisschen was beibringen kann über das gruftige Aussehen. Und zwar moderiert sie Schattenreich auf Onyx TV.
Und wir haben uns auch einige gruselige Themen überlegt, aber ich glaube, wir werden sie nicht verraten bis morgen. Schade. Ne? Wir werden ganz, ganz geheimnisvoll tun. Und ich glaube, ihr müsst euch einfach morgen vor den Fernseher setzen ab 15 Uhr. Das war's für uns. Komm, ich verrate es jetzt. Nein, du darfst es nicht. Ich laufe schnell weg. Niemand darf was verraten. Das ist ein ganz, ganz, ganz geheimes Geheimnis. Und wir werden uns auch hüten, etwas zu verraten. Aber ihr könnt ja vielleicht schon mal online gucken, ob wir da irgendwas vielleicht irgendwo hingepostet haben. Wir haben unter anderem natürlich auch heute Abend ganz, ganz viel Giga-Party. Und wir haben dann ab 21 Uhr ein Help Day mit allen Mac-Fans sozusagen. Die Mac Guardians sind bei uns zu Gast und es wird ein lang erwartetes Betriebssystem vorgestellt, und zwar Codename Panther. Und dann sind wir ab 22 Uhr bei Giga Games und da wird Benji unter anderem zu Gast sein, denn er wird sein LAN-Party-Special weiterführen. Wie feiert man die beste LAN-Party? Und es gibt auch die Sims, und zwar mit im Konsolenbereich die Fortsetzung. Neue Version, ihr könnt alles dazu erfahren. Seid dabei, habt einen schönen Abend. Tschüss. Yeah, dude.